Kinder haben immer Gelegenheit, der Erwachsenenwelt ungut aufzufallen. Vor allem jene, die aus sozial benachteiligten Elternhäusern oder aus gar keinem Elternhaus kommen, sind den Anforderungen der Gesellschaft vielfach nicht gewachsen. Sie reagieren mit Angst, Aggressionen, Flucht. Nicht selten landen solche Kinder dann in psychiatrischen Kliniken. Wie hier in der Kinderabteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik in Innsbruck werden sie dann beobachtet, beurteilt und behandelt. Die Überwachung mit Videokameras gilt als medizinisch notwendig. Die 30 Jahre alte Kinderabteilung wurde 1979 der Universitätsklinik für Psychiatrie angegliedert. In der Kinderstation wird auf strenge Disziplin geachtet. Der Tagesablauf ist minutiös durch eine Anstaltsordnung geregelt. So durften zum Beispiel die Kinder bei Tisch erst sprechen, wenn sie die Suppe gegessen hatten. Auch nachts wird jedes Geräusch mitgehört. Wir fragten die Leiterin der Abteilung nach dem Sinn solcher Regeln. Es gibt nicht wenige Kinder zum Beispiel, die daheim bei ihren Eltern bei Tisch überhaupt nicht reden dürfen. Da heißt es, isst zuerst einen Teller aus und dann red. Also ich glaube, dass wir hier ganz im Rahmen des Landesüblichen sind. Kann das Landesübliche das Kriterium für eine Abteilung sein, die Problemkindern psychologischen Beistand geben soll? Der verantwortliche Vorstand der Klinik war da anderer Meinung. Er setzte noch während unserer Dreharbeiten in Innsbruck die Abteilungsordnung außer Kraft. Der psychologische Wert ist null und es ist absolut nicht Sache einer Abteilung einer Kinderklinik, also einer Kinderabteilung einer psychiatrischen Klinik, solche Vorgänge zuzustimmen. In einem Brief schrieb Professor Crispin Exner, er könnte noch viele Vorwürfe gegen die Kinderabteilung nennen. Es sei jedoch bereits die totale Umstrukturierung im Gange. Hierher kommen auch Kinder, die noch nicht sauber sind. Es kommt vor, dass man sie in eine Spezialhose steckt. Wird die Hose nass, läutet die Klingel am Rücken, zum Gaudium der anderen Kinder. Bettnässer werden ähnlichen Verhaltenstherapien ausgesetzt. Die Leiterin der Abteilung bezeichnet das, was die Kinder in der Nacht hier erleben, selbst als fürchterlichen Schrecken. Andere Ärzte erzählen, dass Kinder auf einer solchen Matratze aus Angst nicht mehr einschlafen können. Dennoch werden die Klingelmatratzen eingesetzt. Die Verwendung des Apparats bei uns und in der Ambulanz ist in erster Linie diagnostisch. Und zwar habe ich, wenn ich bei einem Kind bestimmte Fragen klären muss, ob das nun ein organisches Leiden ist oder ein psychisches Leiden, wenn ich das klären will, habe ich manche Fragen zu beantworten. Ich selbst als Nicht-Kinderpsychiater bin über den neuesten Stand der Forschung von Bettnässern und Therapien nicht informiert. Aber ich würde glauben, dass es sich um Verhaltenstherapien handelt, die antiquiert sind. Die Tiroler Kinderpsychiaterin behandelt auch die Sexualmoral der Kinder. Christine kam 1978 zu Frau Professor Novak-Vogel, weil sie bei einem Freund übernachtet hat. Sie war 15 Jahre alt. Wegen sexueller Gefährdung wurden ihr 10 Ampullen des Hormonpräparates Epiphysan gespritzt. Angeblich wirkt das Präparat ein Jahr lang auf den Hormonhaushalt der Mädchen. Das war mein spezielles Forschungsgebiet von vor schon sehr vielen Jahren, dass man hat das aus irgendwelchen Gründen feststellen können, damit eine sexuelle Beruhigung erreichen kann. Ist sicher in meiner Zeit nicht geschehen, zumindest wenn, dann ohne mein Wissen, und ist absolut abzulehnen. Warum? Weil es ein Eingriff ist, der keine medizinische Indikation hat. Eva war 8, als sie in die Abteilung kam. Der Religionslehrer hatte sie mehrfach beim Masturbieren ertappt. Auch sie bekam die Spritzen. Am 9. Mai 1980 erkundigte sich Frau Professor Novak-Vogel bei Evas Arzt, ob es zu einer gestörten Sexualentwicklung oder zu einer Frigidität gekommen sei. Sie sei wissenschaftlich daran interessiert. Dass Epiphysan auch bleibende Schäden verursachen könnte, bestreitet sie. Aber nachdem diese Fälle so selten sind,
halte ich es für nicht sinnvoll, noch über diese Therapie zu reden, nachdem es viel, viel mehr sinnvolle und wichtige Fragen in der Kinderpsychiatrie gibt. Aber ich würde nach wie vor dieses Medikament in dieser ganz winzigen Indikation bejahen. Professor Novak Vogel ist auch Beraterin für Erziehungsheime. Siebentausend Kinder und Jugendliche, denen vom Jugendamt Verwahrlosung bescheinigt wird, befinden sich derzeit in Österreich in solchen Heimen. Eines davon ist in Schwaz in Tirol, in der ehemaligen K&K Weiberzucht- und Strafanstalt St. Martin untergebracht. 50 Mädchen sollen hier erzogen werden. Wenn er raus ist, wie soll dann Menschen scheichen, wenn in den Bus rein hockst, der Mensch jetzt steht am Hirn und das von St. Martin kriegst, der Mensch, jeder schaut die Skifahren. Und die Augen zum Beispiel, wie ich bin tätowiert, mache was und die wollen helfen oder was, oder die wollen heim, da wirst du gleich wieder lang geredet, letzte Trick behandelt, weil einfach kein Mensch mehr bist, wenn du rauskommst. Sentimental wärst du das und so. Die Freunde hast du nicht mehr und die Kollegen, natürlich, wenn du hier unten bist, niemand mehr hast, dann kannst du praktisch von ganz von vorn wieder anfangen. Brigitte kommt aus tristen Verhältnissen. Ihr Vater war Alkoholiker und schlug sie oft. Gelegentlich schwänzte sie die Schule. Und eines Tages lud sie einen Freund ein, bei ihr zu wohnen, aus Angst vor den Schlägen des Vaters, wie sie erzählt. Fürs Jugendamt war das der Anlass, den Eltern das Erziehungsrecht zu entziehen. Brigitte war 14, als sie ins Heim nach Schwaz kam. Unser Team kam zum vereinbarten Termin und begleitet von zwei Beamten des Landesjugendamtes ins Heim. Aber St. Martin war leer. Man hatte die Mädchen entfernt, damit wir sie nicht filmen konnten. Man wisse nicht, wo sie seien, wurde uns gesagt. Einmal hier eingesperrt, sollen die Zöglinge zu selbstständigen Menschen erzogen werden. Frau Direktor Hertha Tussetschläger wollte uns nicht sagen, mit welchen Methoden das erreicht werden soll. Vom zuständigen Hofrat in der Landesregierung erhielten wir Auskunft. Mit welchen Methoden will man das bewältigen? Ich weiß also nicht recht, was Sie hier ansprechen. Mit den Methoden. Wir arbeiten in den beiden Heimen im Wesentlichen mit verhaltenstherapeutischen Methoden, die ja bekanntlich beruhen auf den psychologischen Lerngesetzen. Sie gehen also davon aus, dass ein Verhalten weitgehend gelernt wird. Das heißt, auch ein negatives Verhalten wird gelernt, aber eben auch ein positives Verhalten kann gelernt werden. Und ein Verhalten wird besonders dann wiederholt und immer wieder befolgt, wenn es positive und angenehme Konsequenzen bringt für den Einzelnen. Aus dem verhaltenstherapeutischen Programm. Jeden Abend beurteilt die Erzieherin das Verhalten des Zöglings und verteilt Sternchen. Für viele Sternchen gibt es Vergünstigungen, wie etwa einen Fruchtsaft am Freitag, die Erlaubnis, den Nachtfilm im Fernsehen zu sehen oder Ausgang. Auch die Höhe des Taschengeldes richtet sich nach der Anzahl der Sternchen. So will man die Mädchen zu eigenverantwortlichen Menschen erziehen. Kindergartenmethoden sind es dann. Wenn wir mit den Erzieherinnen ausgelacht, die beurteilen uns dann noch Sterndl. Und wenn brav bist, darfst du die Nachtfilme anschauen und sonst darfst du nicht anschauen. Und jetzt hast du Danke und war nett, dass ich da Saftel kriege, hast du am liebsten sagen müssen, das hat ihnen halt dann gefallen. Und wenn es nicht dann ist, dann bist du bei den Erzieherinnen unten durch gewesen. Nicht jeden Tag sage ich meinem Sie eine schöne Frisur und Sie sind aber fest und ewig die Komplimente machen da. Wie war denn die Arbeit im Heim? Na, bei der heißen Hügelmaschine bist du halt immer gestanden und unten haben sie auch noch gekreckelt, wenn du mal allein durch Schiff durchlassen hast oder was. Dann hast du auch gleich unten wieder deine Standel weggekriegt, weil 2,50 hast du in der Stunde verdient. Hast du eine Lehre machen können drinnen? Nein. Also ich sag am ersten so quasi bin ich nicht deppert, weil ich in der Schule nicht gut war. Und ich bin überhaupt 8 Monate aus dem Dienst nicht gekommen. Wahrscheinlich haben sie mir eine Waschkuchel gebracht, weil ich bei den Maschinen habe mich auskennt und bei der Bügelmaschine und die haben mich wohl hinstellen können, als wäre ein Kasperl. Die Verantwortlichen erklären, alle Mädchen hätten die Möglichkeit, eine Lehre zu besuchen. Nach Auskunft der Direktion gehen jedoch nur 4 Mädchen einem Lehrberuf nach. Die anderen, sagt man, wollten nicht. Etwa die Hälfte der Mädchen arbeiten im Heim.
Haben Sie sich bewährt, dürfen Sie in den Außendienst, als Bedienerinnen oder ins Gastgewerbe. Die Heimwäscherei arbeitet fürs Bundesheer. Der Lohn, je nach Wohlverhalten, bis zu 3 Schilling pro Stunde. Begründung, es handelt sich da um eine Arbeitstherapie und nicht um ein Arbeitsverhältnis. Disziplin wird im Heim großgeschrieben und zuweilen mit handfesten Methoden erreicht. Patricia erzählt. Wir haben da nicht schlafen können, oder? Wir waren übermütig gewesen. Ganz arg weiß ich nicht. Wir haben halt ein bisschen Lärm gemacht gehabt. Dann ist die Erzieherin gekommen und hat gesagt, wir sollen ruhig sein. Jetzt haben wir halt nicht die Augen gehabt. Dann ist sie mit einer zweiten gekommen und hat gemerkt, dass ich das war und nur ein Mädel. Dann hat sie gesagt, ja, ich soll in Kerzen gehen. Und ich bin noch im Bett gelegen, haben sie mich bei den Händen genommen, an links und dann rechts und wollten mich aussitzen. Ich habe gesagt, nein, geh nicht in Kerzen. Dann haben sie die Frau Direktor gerufen gehabt. Dann ist sie gekommen und hat Reitpeitschen in der Hand gehabt. Dann ist sie her, hat mal ein paar Betten im Kraut gehabt. Dann ist sie zu mir und hat mir die Peitschen auf die Füße aufgekraut. Die Direktorin bestritt den Vorfall nicht, wollte aber nicht vor die Kamera. Welche Konsequenzen wurde bei der Frau Direktor Dussetschläger gezogen? Darauf will ich. Diese Angelegenheit ist behandelt worden und ich halte das für ungeeignet, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Welche Konsequenzen wären gezogen worden, wenn ein Zögling mit einer Peitsche geschlagen hätte? Das ist eine Frage, die ich also nicht beantworte. Warum nicht? Ja, weil ich sie für unsinnig halte. Ich halte sie nicht für sinnvoll. Ich wüsste nicht, auf was die Frage abzielt. Die Reaktion vieler Mädchen auf die Heimsituation gibt jedenfalls zu denken. Selbstmordversuche und Selbstbeschädigungen sind keine Seltenheit. Viele Mädchen versuchen immer wieder zu fliehen. Dann stehen sie ohne Arbeit, ohne Geld und ohne Wohnung da. Häufig ist das der erste Schritt in die Prostitution. Die Verantwortlichen machen die Stärke der Triebstruktur für die Fluchten verantwortlich. Wie erklären Sie sich die häufigen Fluchten? Ja, das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Ich bin also der Meinung, dass es im Wesentlichen in der Persönlichkeit der geschädigten Mädchen liegt, die doch einen sehr starken Freiheitsdrang, wenn ich so sagen darf, entwickeln und damit einfach allem, was dem entgegensteht, ausweichen, durch Fluchtverhalten ausweichen. Du bist ja dann geflohen. Warum hast du das gemacht? Ja, weil meine Mutter, die ist überall immer umgekehrt, dann hat es geheißen, ja, ich komme in 2 Monaten raus nach der Schule. Und dann habe ich die abgewartet und habe mich gut geführt und alles. Und dann hat es geheißen, nein, ich komme doch nicht raus, wegen meinem Alter und so. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist eh schon alles gleich, jetzt hau ich ab. Dann bin ich 1 Monat auf Flucht gewesen. Also dann bin ich angekehrt, dann bin ich zu meinem Freund, der sich aber dann als Zuhälter entlarvt. Und dann nichts zum Essen gehabt und nichts und keine andere Möglichkeit gehabt. Und er hat mich auch nicht zurückgehalten, oder was er da immer trinkt. Dann bin ich ihm auf den Strich gegangen und dann haben sie mich wieder erwischen. Dann war es natürlich noch schlechter, weil ich auf den Strich gegangen bin und alles. Und dann haben sie mich wieder rein. Dann bin ich da vor Wochen in den Häfen gekocht, weil sie mich nicht geholt haben. Weil sie gesagt haben, ich soll ruhig mal dranbleiben, damit sie sieht, wie sie im Häfen ist. Und dann hat sie, und dann bin ich reingekommen und bin ich auch wieder. Hatte ich 2 Tage in Karte so gehen müssen, aber dann bin ich schon so fertig gewesen, der Häfen da ist. Dann habe ich so durchgetrennt und geschrien die ganze Nacht. Dann haben sie mich doch gutmütigerweise rausgelassen. Dann habe ich aber dafür ein Jahr Urlaubssperre gekriegt. Dann mein Freund hat mich dann immer besuchen dürfen, keine Briefe mehr schreiben. Telefonverbot habe ich gehabt und Ausgangssperre. Also überhaupt alle Sperren, was man sich gerade denken kann. Dann habe ich gedacht, ich spreche, dann bin ich nach 3 Wochen wieder abgehauen. Solche Sperren seien nur die Ausnahme, meint man in der Landesregierung. Und Karzer gäbe es überhaupt keinen. Das Schicksal der Burschen schaut in Tirol nicht viel anders aus. Roland Holzmann ist jetzt Schmied in Hall. Er war 3 Jahre im Erziehungsheim. Als 15-Jähriger hatte er einen Diebstahl begangen. Auch er ist geflohen, weil er sich von den Erziehern ungerecht behandelt fühlte. Auch ihm blieb damals kein anderer Weg als in die Illegalität. Warum geht man nicht zurück? Wir haben Angst vor einem Karzer. Wie ist denn das dann in Karzer und wie lange waren Sie drinnen? Am Anfang war ich 1 Woche. Und dann bin ich 1 Tag rausgekommen, dann war ich mit ihm ein Bier trinken, dann sind wir halt um 10 Uhr auf Nacht heimgekommen, dann war ich wieder 1 Woche drin.
Und wie ist das dort drinnen und was passiert dann da so? Ja, man ist halt im Krautzer, das ist eine normale Matratze. Und Essen ist halt halbe Portion im Krautzer. Und man ist halt in der Unterhose, steht man drinnen und wie soll ich das sagen? Man hat halt eine Decken hat man und die Matratzen wird untertags wird sie rausgetan. Und auf Nacht, je nachdem wie es dir Erzieher gefällt, oft um 10, 12 Uhr wird sie wieder reingetan, ne? Dass man schlafen kann. Untertags darf man nicht schlafen, wie sie sagen. Ne? Nun, da muss ich immer gleich schon sagen, ehemalige Zöglinge berichten sehr oft die Unwahrheit. Erlaubt ist und war eine Anhaltung im Karzer bis zu höchstens 3 Tagen. Der indessen renovierte Karzer heißt nun Besinnungsraum. Man kann dort 3 Tage und 3 Nächte isoliert werden. Zu den 2 Besinnungsräumen baute man noch 4 Isolationszellen, Therapiestation genannt. Dort ist die Anhaltung bis zu 4 Wochen erlaubt. Gibt es für diesen Freiheitsentzug eine gesetzliche Grundlage? Ja, na sicherlich. Es ist das Erziehungsrecht der Eltern, wurde ja suspendiert und geht auf die Landesregierung und in weiterer Folge auf Heimleitung und Erzieher über. Im Rahmen des Erziehungsrechts für in besonders schwierigen Situationen sind solche Dinge also durchaus zumindest nicht untersagt. Die Landesregierung macht auch sonst von ihrem Erziehungsrecht in jeder Hinsicht Gebrauch. Wenn aus einer Gruppe niemand davonläuft, gibt es Fluchtprämien. Fleißige Zöglinge bekommen Arbeitskreuze. Aber für jeden Tag Krankenstand wird 1 Tag Einzelausgang gestrichen. Dass es in Tirol auch anders geht, wird seit 6 Jahren in Innsbruck demonstriert. Ein kirchlicher Träger betreibt am Rennweg eine Wohngemeinschaft für 7 Jugendliche, die sonst in Erziehungsheime müssten. Hier können die Jugendlichen den Großteil ihres Lebens selbst organisieren. Es beginnt beim Kochen. Jeder hat 1 Woche Küchendienst und muss auch die Einkäufe selbstständig besorgen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Der Umgang mit Geld und die Hausarbeit werden zur Selbstverständlichkeit. Die 3 Erzieher wollen nur helfend eingreifen. Wir denken immer daran, dass sie in spätestens 3 Jahren ganz allein dastehen, dass sich niemand um sie kümmert und bemühen uns, sie möglichst frei leben zu lassen. Wir haben die Erfahrung gemacht, je weniger Zäune und Mauern man aufrichtet, umso weniger ist der Reiz da, sie zu überspringen. Letztverantwortlich ist der Küchendienst. Es wird nicht wieder passieren, dass es einfach dann den ganzen Abend auf dem Tisch stehen bleibt. Anstelle einer Heimordnung mit drakonischen Strafen gibt es jeden Montag eine Parlament genannte Vollversammlung der Bewohner der Wohngemeinschaft. Die Schwierigkeiten des Zusammenlebens werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gemeinsam diskutiert. Und wie ihre Altersgenossen gehen alle in der Stadt, in die Schule, in die Lehre oder zur Arbeit. Du wolltest was wegen einem Boot, Karl. Von da reist auch keiner aus. Allerdings wohnt nur eine verschwindende Minderheit der österreichischen Fürsorgezöglinge in Wohngemeinschaften. Die alten Großheime sind nun einmal da, Wohngemeinschaften müssten hingegen erst neu geschaffen werden. Du meinst, dass wir uns gemeinsam ein Boot kaufen machen? Ein Battleboot oder ein Schlafboot? Oder? Normales Schlafboot von Backen. Also dauern Sie ja. Kannst du ja mal fragen, wenn wir das ausschauen, ob Sie bereit sind. Also wer wird das einzahlen? Jugendliche, die so im Allgemeinen das Etikett verwahrlost oder gestört, irritiert, verhaltensgestört, hört man in letzter Zeit immer wieder bekommen, würde ich als Jugendliche oder als Kinder bezeichnen, die irgendwann einmal oder permanent ihr ganzes Leben lang zu wenig bekommen haben. Und es gilt hier eine Art von Kompensation für dieses zu wenig permanent zu erzeugen. Und diese Kompensation kann man meiner Meinung nach nur damit erzeugen, dass man gerade das Gegenteil von isolieren tut, gerade das Gegenteil von zu wenig, von nicht hergeben tut, nämlich integrieren, hergeben. In Wien beginnt man neue Wege zu beschreiten. Eine Studie hat ergeben, dass sozial auffällige Jugendliche hauptsächlich aus Familien kommen, die kinderreich sind, schlechter verdienen
und in kleineren Wohnungen wohnen als der Durchschnitt. Nun soll versucht werden, mit Sozialarbeitern den Eltern direkt zu helfen, statt die Kinder in Heimen zu isolieren. Trotzdem sind auch in der Bundeshauptstadt heute noch 2500 Kinder in meist sehr großen Heimen untergebracht. Etwa ein Drittel dieser Heime sind im Privatbesitz. Andreas war in einem solchen Privatheim. Sind da früh so aufgestanden, hat sie waschen gehen müssen, da haben sie sich in einer Hansereihe aufgestellt, hat jeder einzeln umgehen dürfen und da haben sie alle das Bett machen müssen, da haben sie zum Frühstück gestellt, also hingesetzt. Das waren solche Blechhäferl, da haben wir einen Kakao gekriegt oder sowas, da haben wir gefrühstückt. Da haben wir müssen die Gruppen zusammenräumen. Dann sind wir in die Klasse gegangen. Habt ihr reden dürfen miteinander? Nein, haben wir nicht dürfen. Wenn es uns erwischt hat, haben wir entweder eine Schreibstrafe gekriegt oder haben wir eine Watschen gekriegt. Ist öfter gekaut worden im Heim? Ja, schon öfter. Aber das hat sich dann ausgezahlt. Die Direktorin hat mit so einem Stangl hergekaut. Mit so einem Bambusstangl. Das ist schon arg hierhauen. Warum hat es das gemacht, glaubst du? Ja, weil ich glaube, wir machen es nicht mehr. Ich glaube, das hilft ja, das hier haben. Aber das glaube ich nicht, dass das hilft. Da wären wir noch schlimmer. Aufnahmen im Kinderheim Wimmersdorf, in dem Michael sich mehrere Monate befand, wurden uns nicht erlaubt. Wir filmten das Heim von außen. Plötzlich erschienen die Direktorin und ihre Tochter. Wir sind jetzt 50 Jahre da, wir arbeiten in Stille für unsere Kinder. Wir haben die Kinder einen schönen Beruf mal, aber wir brauchen da gar keinen. Wer weiß, ob das Gemeinde Wien will. Wenn die Kinder schlimm sind hier, wenn sie sich nicht an ihre Anweisungen halten, was kriegen sie dann für Strafen? Was sie für Strafen kriegen? Das kann sie überhaupt nicht. Sehr wenig Strafen. Da müssen sie höchstens ein bisschen was lernen. Ne? Außerdem sind sie ja kein pädagogisches Organ. Ne? Außerdem möchten wir zuerst einmal einen Ausweis von ihnen sehen. Gell? Das ist einmal das Voraussetzung. Ne? Weil da könnte jeder kommen. Stimmt es, dass sie Kinder schlagen? Das kommt doch gar nicht in Frage, dass wir Kinder schlagen. Das kommt doch gar nicht in Frage. Der Leiter des Wiener Jugendamtes kündigt Konsequenzen an. Wenn Beschwerden in dieser Hinsicht über Heime einlangen, wo Wiener Kinder untergebracht sind, wird selbstverständlich diesen Beschwerden nachgegangen. Sofern das Heim nicht in Wien, sondern in Niederösterreich liegt, ist natürlich auch noch eine Aufsicht der niederösterreichischen Landesregierung gegeben. Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass es natürlich viel schwieriger ist, qualifizierte Mitarbeiter für Heime außerhalb Wiens zu bekommen. Und wir werden das auch natürlich mit in unser Konzept einbauen. Im Allgemeinen muss man sagen, dass ja wahrscheinlich die Zahl der Heimplätze auch künftig noch zu reduzieren ist. Und selbstverständlich werden wir uns dann von jenen Privatheimen trennen müssen, wo ein modernes pädagogisches Konzept noch nicht verwirklicht wurde, beziehungsweise auch keine Aussicht besteht, dass das verwirklicht werden kann. Ein Ergebnis der beginnenden Neuorientierung in Wien. In der Kinderübernahmsstelle des Jugendamtes gibt es im letzten Stock eine Wohngemeinschaft für 16 Kinder. Hier hat der 13-jährige Michael endlich eine vorläufige Heimat gefunden. Er lebt in einer Gruppe mit drei anderen Kindern und besucht die öffentliche Schule. Und im Juli brachte er das erste Zeugnis seit 3 Jahren nach Hause. Michaels Leben begann in einem Säuglingsheim. Die Mutter war krank und konnte ihn nicht behalten. Michael war kurz bei Pflegeeltern und kam dann ins nächste Heim. Er war ein schlimmer Bube, er konnte sich nicht einordnen, heißt dies im Gutachterdeutsch. Immer wenn er jemandem auf die Nerven ging, wurde er abgeschoben. In den 13 Jahren seines Lebens wechselte er 25 Mal sein Zuhause. 25 Stationen in 4 Bundesländern, 25 Mal neue Bezugspersonen, 25 Mal eine neue Umgebung. Michael lernte nur eine Art, sich durchzusetzen. Er war aggressiv und befolgte die Anweisungen nicht. Seine vorletzte Station war wieder ein Heim, diesmal in Niederösterreich.
Dort wollte er ins Freie zum Spielen. Als er nicht durfte, drohte er, beim Fenster hinauszuspringen. Der leitende Arzt des Heimes stellte die Diagnose Selbst- und Gemeingefährdung. Deshalb wurde Michael im September 1977 in die geschlossene Kinderabteilung des Psychiatrischen Landeskrankenhauses Niederösterreich in Gugging gesteckt. Er wurde mit schweren Psychopharmaka behandelt, zur Beruhigung, wie es heißt. Hier lebte er unter 150 zumeist behinderten Kindern. Das Leben in seiner Gruppe: am Tag warten auf das Mittagessen, warten auf das Abendessen in einem versperrten Raum. Bei Nacht wurden die Kinder ebenfalls eingesperrt. Die Unruhigen wurden an die Betten gebunden. Gabriele Hift arbeitete dort als Sozialhelferin. Er war von Anfang an sehr aggressiv. Ja, das ist eigentlich völlig klar. Ich glaube, das ist eine Situation, die kann man sich einfach gar nicht vorstellen in ihrer Grauslichkeit. Das ist ein Käfig, wo es wirklich nichts gibt. Das ist für die Kinder die totale Leere. Also, es gibt keine Beziehungen, es gibt nichts, an was sie sich halten können. Es gibt kein Spielzeug, es gibt nichts, was ihnen gehört. Das ist absolut wirklich überhaupt nichts. Und diese vollkommene Verzweiflung, die da ausbricht, die richten halt die meisten Kinder gegen sich. Ich meine, sie hauen sich schon auch gegenseitig, aber irrsinnig viele Kinder sind Selbstbeschädiger, rennen mit dem Kopf gegen die Wand oder hauen sich selber. Und das ist eine Möglichkeit, dass ihre Verzweiflung irgendwie rauskommt und gleichzeitig kriegen sie dafür auch Zuwendung, wenn es nur Strafe ist. Aber Strafe ist dort schon fast die einzig mögliche Form, Zuwendung zu kriegen. 2 Jahre keine Schule, kein Spielzeug, immer der gleiche Tagesablauf. Michael rebellierte und da bekam auch er Zuwendung. Die Dosierung der Psychopharmaka wurde ständig erhöht. In der Nacht wurde er ins Netzbett gesteckt. Am Tage wurde er oft mit einer Zwangsjacke gefesselt. Dazu der erst seit 1979 zuständige Konsiliararzt. Halten Sie das für eine adäquate Reaktion auf Aggressionen, die in einer solchen Situation bei einem Kind relativ leicht auftreten können? Nein, gar nicht. Das ist die Unfähigkeit der Institution, die Personalsituation. Wenn eine Schwester für 10 da ist, kann sie nicht 9 ganz vergessen und sich ganz einem zuwenden. Also Psychopharmaka und Zwangsjacke sollten in Zukunft so wenig und so selten wie möglich eingesetzt werden. Das geht aber nur Schritt um Schritt mit einer Personalvermehrung, mit einer Verbesserung des Personals. Also wenn ein Kind provoziert, die ganze Betreuungskraft des Betreuers in Anspruch nimmt, der ja noch andere Pflichten hat, dann besteht heute keine andere Möglichkeit, dieses Kind zu bewahren. Es ist sicher keine Behandlung, es ist sicher nicht zu verantworten medizinisch. Es ist eine organisatorische Notwendigkeit, die möglichst kurz nur mehr bestehen sollte und möglichst selten angewendet werden sollte. Michael hatte unheimliches Glück. Er kam in eine Wohngemeinschaft und hat nun die Chance, ein neues, eigentlich sein erstes Leben zu beginnen. Aber die meisten Kinder werden wohl lebenslänglich in Gugging bleiben. Abgeschoben, vergessen. In völliger Leere und fast ohne Therapie. Verschlechtert sich da der Zustand der Kinder nicht noch mehr? Das ist ganz sicher der Fall, speziell dann, wenn wir Kinder bekommen, und das war in den letzten Jahren jetzt gar nicht mehr der Fall, von besserer Förderung her, und hier passiert nichts, so weiß man, dass die Kinder in einem Viertel, halben Jahr alles das verlernen, was sie vielleicht früher gelernt haben, dass sie nicht mehr sauber sind, dass sie nicht mehr selbstständig essen. Also ganz vitale Fähigkeiten eigentlich verlieren, wo man sich sehr bemühen muss, das später den Kindern wieder beizubringen. Diese Institution zerstört die Kinder vollkommen. Es ist, wenn ein Kind 10 Jahre da drin war, kann man kaum mehr unterscheiden, ob das wirklich einen Hirnschaden jemals gehabt hat. Man muss sich denken, wenn es mit 2 Jahren dort reinkommt und nichts mehr hat, keine Bezugsperson und für jede Lebensäußerung bestraft wird, weil jede Lebensäußerung dort stört die Ordnung, dann geht das Kind verloren. Es muss praktisch dumm werden, weil die Dummheit ist die einzige Möglichkeit, in die es sich flüchten kann. Und mit 20 Jahren ist das Kind so ruiniert, dass die einzige Karriere, die ihm bleibt, ist, auf eine Erwachsenenpsychiatriestation zu kommen und dort bis zum Ende seines Lebens dahin zu vegetieren. Das ist dann die normale Karriere. Nein.
Müssen behinderte Kinder einfach abgeschoben werden? Ein Tiroler Beispiel zeigt, dass es auch anders geht. In dem von einer Elterninitiative organisierten integrativen Kindergarten in Innsbruck spielen und lernen behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam. 8 Betreuer und Therapeutinnen beschäftigen sich mit den 9 behinderten und den 16 nicht behinderten Kindern. Die einen werden aus ihrer Isolation erlöst, die anderen lernen Toleranz. Eines der Kinder, die durch Bewegungsstörungen schwerbehinderte Martina, hat eine schlimme Erfahrung hinter sich. Die Mutter, die arbeiten und verdienen musste, hatte Martina zunächst ins Behinderteninstitut in Mils gegeben, mit dem Ergebnis, dass das Kind verlernte, was es schon gekonnt hatte. Ja, Martina hat vorher allein essen können, trinken. Und das hat sie dann auch überhaupt nicht mehr. Sie hat mit den Händen gegessen, also immer mit den Händen im Teller drin, in Becher, jedes Mal umgeworfen. Sie hat nicht allein trinken können, ich habe müssen den Becher heben, dass sie außer trinkt. Wie hat sie so reagiert? Ja, schreiend, immer schreien, immer geschrien. Also wenn ich einen Löffel in die Hand gegeben habe, sie hat immer geschrien. Ich habe ihr mit dem Becher trinken gegeben, hat sie immer geschrien. Und sie hat eigentlich nie anders reagiert, als wir nur mitschreien. Sie hat kein Wort mehr gesagt. Die ganzen 3 Monate nach Mils waren furchtbar. Die hat nur geschrien, geschrien, geschrien. Sie hat ein bisschen gekinkt auch, nicht? Dann hat es geheißen, sie ist von der Schaukel runtergefallen. Ne? Obwohl, sagen wir, sie hat blaue Flecken gehabt auf die Füße und so. Also, müssen sie sich unten geschlagen haben. Ne? Und auch mit dem Baden gehen. Sie ist mir daheim nicht mehr baden gegangen. Sie hat jetzt mal geschrien, heiß, heiß. Und es ist praktisch, also im Ganzen war die Zeit, wo ich sie angetan habe, wirklich in meinen Augen ein Fehler. Martina war 3 Jahre alt, als sie ins St. Josephs Institut nach Mils kam. Das vom Orden der Barmherzigen Schwestern geführte Heim beherbergt 220 Behinderte. Rund 100 davon sind Kinder und Jugendliche. Sie werden entweder von den Eltern direkt oder auch vom Jugendamt ins Heim geschickt. Brigitte Wanker und Maria Zipperle haben im St. Josephs Institut als Pflegerinnen gearbeitet. Beide kündigten nach einiger Zeit. Sie erzählen, was sich dort in manchen Nächten ereignet hat. Eine Frau ist da, die mit dem Knüppel durchs Haus geht eben, und wenn sie dann sieht, wie das Kind das Bett nass gemacht hat, dann kriegt sie den Knüppel um und ganz brutal halt. Und es war auch einmal so, dass ein kleiner Bub, der hat sein Nachbarskind da im Bett, dem hat er in der Nacht, weil er ihm auf war, hat er in den Nachttopf aufgesetzt. Und der andere Bub natürlich einen Krawall geschlagen und geschrien, und dann ist er in der Nachtdienst da gekommen und hat das gesehen und hat daraufhin den anderen kleinen Buben, der das eben gemacht hat, so gehaut, und dass er nasenblutet hat, und die Blutlache ist neben dem Bett gewesen, und den Buben da ans Bett gebunden mit den Händen rückwärts. Und so ist der Buben am Morgen, eben wenn man die Kinder geweckt hat, noch drinnen gesetzt. Oh mein Gott, das kann sein, dass jemand einmal einen Klaps bekommt. Und wo ist das nicht? Aber dass sonst Schläge eingesetzt werden, das ist nicht wahr. Und im Übrigen möchte ich schon sagen, wenn diese Fragen gestellt werden, ich finde das eigentlich unfair, wenn eine Erzieherin, die einmal da war, für ein paar Monate da war und nur das Negative aufzeigt. Ich finde das sehr unfair, das muss ich wirklich sagen. Bei den Älteren wird es ja sicher auch das Problem der Sexualität geben. Wie gehen die Schwestern damit um? Wie wird das dann geahndet? Ja, es ist so, dass leider kaum darüber gesprochen wird. Und dass man, wenn ein Problem auftaucht oder ein Vorfall, dass der einfach weggeschlagen wird. Also, dass man nicht mit dem Buben drüber redet, vielleicht auf ganz einfache Weise, sondern einfach gleich drauf losgehaut wird. Wird
das akzeptiert, wenn Kinder ihre Sexualität zeigen? Ja, ich meine, wie man natürlich einem Kind in der Situation begegnet. Es wird nicht gefördert, es wird nicht kein großes Wauwau gemacht darüber. Man so sorgt und sucht, dass man diesem Kind doch in gerecht wird. Aber dass man da viel daraus macht, das könnte ich nicht sagen. Es wird berichtet, dass die Kinder dann geschlagen werden, und zwar sehr heftig. Nein, das ist nicht wahr. Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Für Schwestern und Pfleger im Heim ist die Arbeit eine enorme psychische und physische Belastung. Unsere beiden Pflegerinnen arbeiteten zum Beispiel mit einer Gruppe von 24 behinderten Kindern im Alter von 8 bis 16 Jahren. Mit der Außenwelt gibt es kaum Kontakte. Besuche sind nur einmal im Monat erlaubt. Therapie oder besondere Förderung gibt es keine. Die Kinder besuchen zwar eine Sonderschule im Heim, aber danach beginnt für die meisten das graue Nichts. Die Schwestern erziehen zur Ordnung, Sauberkeit und Pflichterfüllung. Aber mit welchem Ziel? Auch das Essen kann zur Pflicht werden. Ja, sie müssen auf jeden Fall alles aufessen. Und es wird jedem gleich viel geschöpft. Also da gibt es überhaupt keine Ausnahmen. Und da haben wir einen Buben gehabt, der hat manche Sachen nicht mögen. Zum Beispiel Knödel oder Gulasch. Und immer wenn es das Essen gegeben hat, hat er schon geweint, weil er gewusst hat, er schafft es nicht. Und ich komme dann einmal dazu, alle sind schon fertig, er nicht. Und dann sagt sie, ich soll mal Wäsche aufhängen gehen. Und ein paar Minuten später kommt sie mit dem Kind, der hat den Teller in der Hand mit den Knödeln. Und sie sagt zu mir, er muss das aufessen und ich muss schauen, dass das passiert und geht wieder raus. Und in dem Moment, er hat wieder ein bisschen genommen, fängt er, erbricht er das. Und ich sofort alles fallen lassen, bin zu dem hin, haben wir es aufgeputzt, haben wir so einen Fetzen erwischt und dann kommt sie schon wieder. Und dann hat sie gesagt, immer noch was auf dem Teller und sie kommt dann gleich wieder. Und dann kommt sie wieder und dann ist immer noch was da gewesen, Mund voll gehabt. Und dann hat sie gesagt, jetzt muss er sich nackt ausziehen. Und er hat wirklich immer wieder versucht, etwas zu schlucken, weil er gewusst hat, was passieren wird. Und dann kommt sie und dann hat er sich in die Badewanne stellen müssen und sie hat kalt aufgedreht. Und duschten ab und er versucht dann mit der Hand Wasser zu nehmen, um das leichter runterzuschlucken. Nicht? Und schon das hat sie ihm verboten. Man nicht einmal das hat er tun dürfen. Und dann, bis es halt alles unten war, hat sie kalt geduscht. Und dann hat er sich anziehen müssen, eben da geholfen, weil der war total gezittert und kalt. Und dann, man steht so hilflos daneben, es ist... Was haben solche Erziehungsmittel für einen Sinn? Gar keinen. Und seit ich hier bin, weiß ich auch nie, dass das verwendet worden wäre. Jeden Tag müssen die Kinder zweimal in die Kapelle zum Gottesdienst. Nachmittag im St. Josefs-Institut. Der Höhepunkt des Tages. Bei schönem Wetter dürfen die Kinder für 2 Stunden ins Freie. Wenn es regnet, werden sie allerdings auf einen kleinen, vergitterten Balkon gesperrt. Und die ehemaligen Pflegerinnen berichten, dass es oft Schläge von der Schwester gegeben hat. Sie hat nicht mehr dran gedacht, dass sie vielleicht nicht mehr nur aufs Hinterteil haut. Sie hat ins Gesicht geschlagen und auf die Brackenriemen, die waren im Gesicht nachher erkenntlich. Und eben die Striemen vom Bracker, die hat man lange danach oft noch gesehen. Haben Sie da nicht versucht, etwas dagegen zu unternehmen, dass das passiert? Ja, es ist oft, man ist oft so hilflos daneben gestanden. Entweder man ist überhaupt erst dazugekommen, wie das Ganze schon vorbei war. Oder
Man hat selber so gezittert, den ganzen Körper, dass sowas überhaupt eine Frau zusammenbringt. Haben Sie mit der Schwester Oberin darüber geredet? Ja, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit der Schwester Oberin und sie hat daraufhin nur gesagt, ich habe in meinem Leben so viel Schläge gekriegt, also mehr Schläge wie die ganzen Kinder zusammen, und ich bin meiner Mutter dankbar dafür. Und wenn man so eine Antwort kriegt, da sieht man einfach, dass es keinen Sinn hat, darüber zu reden. Ich habe auch manchen Klaps bekommen und ich bin meinen Eltern dafür dankbar. Aber dass das vor den ORF kommt, das ist ein starkes Stück, wenn ich einer Pflegerin mit einer Pflegerin privat ein Wort sage. Inwiefern ist es ein starkes Stück? Wo man arbeitet, soll man stehen. Jedes schlimme oder behinderte Kind, ein Einzelschicksal, das gelöst. Ein Sonderfall, dem geholfen werden muss. Mit dem Wegsperren werden viele um ihre Lebenschancen betrogen. Wir haben auch Beispiele gezeigt, wie man es besser machen könnte. Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass diese positiven Beispiele nicht Einzelbeispiele bleiben.